Ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Stadium, Pokémon Cup, Kategorie Pokéball allerdings in der zweiten Runde. Und wir widmen uns den zweiten vier Kämpfen, also den Kämpfen 5 bis 8. Und als erstes stellt sich uns dieser Greis. Und wir müssen erstmal wieder überlegen, was nehmen wir denn hier am dümmsten mal mit? Ich würde dich nehmen. Dich und dich. Ja. Ja, das ist ein Plan. Sollte Ditto kommen, kann maximal... Warum steht bei Porenta eigentlich Owei? Das verstehe ich nicht so ganz. Also jetzt nicht direkt Owei, sondern Wayo, aber das ist ja eigentlich... Naja gut, was soll's? Sollte Ditto kommen, kann höchstens noch eins von den dreien kommen, Porenta, Knocker oder Dragonier. Das könnten wir schon mal im Hinterkopf behalten. Wir machen den Auftakt mit Simsalar. Und beim Gegner kommt Dragonier. Kommt also noch ein weiteres über Level 50. Außer Ditto kann Ditto nicht mehr kommen. Ich rechne hier fast mit einer Donnerwelle. Ja, dachte ich's mir doch. Kannst du abessen, den Versuch? Legen wir los mit der Psychokinese. Die sollte erstmal doch schon halbwegs durchschlagen. Jawohl. Reicht natürlich nicht ganz. Drachenwut wird nicht ganz reichen, um den Delegator zu zerstören, da der Delegator ein KP mehr hat, als wir ihm geben. Das heißt, der Gegner braucht noch einen Angriff mit 1 KP Schaden oder mehr, um den Delegator zu zerstören. Dragonier wird diesen Angriff allerdings nicht durchführen können. Mal schauen, welches Pokémon dazu jetzt gleich in die Lage gebracht wird. Boah, Snobilikat, Alter. Also es gibt nichts Besseres, als den Delegator jetzt hier noch zu haben. Snobilikat wird ihn definitiv vernichten. Aber ich hoffe, dass zwei Psychokinesen ausreichen, um Snobilikat in die Schranken zu weisen. Jawohl, das wird ausreichen. Blubstrahl, okay. Ja, das war abzusehen. Mit dem Geowurf setzen wir Snobilikat ein Ende. Und schauen mal, was jetzt hier als letztes noch kommt. Wenn es Ditto ist, greife ich direkt an. Wenn es nicht Ditto ist, dann setze ich, denke ich, erst noch einen Delegator ein. Knogger. Okay. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1. Was kommt von Knogger? Das ist die Frage. Zweifel muss ich auswechseln. Knochmarang. Hier ist der Angriff. Der Delegator wurde zerstört. Ja. Okay. Wir wechseln aus. Die Frage ist, was bringe ich? Ich probiere es erstmal mit Lapras. Zapdos wäre zwar jetzt eine geeignete Wahl dafür, weil... Ja, Bodenattacken sind wirkungslos gegen Zapdos, aber Zapdos Elektroattacken sind halt auch wirkungslos gegen Knocker. Knochmarang nochmal. Zwei Treffer. Uiuiuiui. Das ist dann doch kein leichter Treffer. Wir nutzen den Eisstrahl. Sind sogar schneller als Knogger. Mal schauen, ob das ausreicht. Das reicht aus. Wunderbar. Lapras holt also dann den Sieg nach Hause. Und vor allem auch extra Continuo Nummer 5.
Also, damit ist auch der Greis besiegt. Wir haben einen guten Auftakt in die zweite Hälfte erlebt. Hier in der Pokéball-Kategorie machen wir weiter mit dem nächsten Kampf. Mit der Schönheit. Und die hat das eine oder andere Wasser-Pokémon. Und Taubos, Rihorn, Georock. Okay, Taubos. Boah, das ist eine interessante Level-Konstellation. Taubos muss zwingend mit Yugon gespielt werden. Muss. Ansonsten... Ja, Golking, Rihorn und Georock können nicht gespielt werden. In ein und demselben Kampf. Gut. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Das sind meine drei Pokémon. Da ich allerdings hier auch voll ins Klo greifen kann, muss ich mit Simsalat den Auftakt machen. Und beim Gegner kommt Golking. Wir stützen uns erstmal auf unserem Delegator. Hyperstrahl. Sehr gut. Das klappt da erstmal ganz gut. So, in der Runde greifen wir jetzt an mit der Psychokinese. Geht davon aus, dass wir die Hälfte schon runterbekommen sollten. Oh, das ist natürlich noch besser. Hätten damit Golking schon mal ausgeschalten. Welches Pokémon wird nun kämpfen? Sie begeben sich in Kampfposition. Yugon. Okay. Das heißt, es kann danach noch alles gespielt werden. Also, erstmal nächster Delegator. Schauen wir mal, was von Yugon kommt. Eisstrahl. Das sollte nicht ausreichen. Boah, außer natürlich, es kommt ein Volltreffer. Nochmal Delegator. Ich habe halt keine Lust, dass mein Simsala hier einfriert. Jetzt wäre es schlecht, wenn es noch ein Volltreffer landet. Oh, okay. Hatte gehofft, dass Simsala da etwas besser dabei ist. Puh! Versuchen wir es erstmal über die Genesung zu lösen. Es regeneriert Kraftpunkte. Nächster Eisstrahl, den wir abbekommen. Was passiert jetzt? Ah, es sind etwas mehr als 40. Nochmal Genesung, falls jetzt hier der Volltreffer kommen sollte. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier nicht einfrieren. Sonst kann ich ja direkt wechseln. Boah, wichtig. So, und jetzt greifen wir mal an. Mit der Psychokinese, vielleicht können wir den Speziwert senken von Yugon. Volltreffer. Yugon nicht besiegt. Ein Eisstrahl müssen wir noch überstehen, ohne einzufrieren. Boah, haben wir geschafft. Alter, ich habe hier gerade einen Puls, dass wir hier einfrieren. Los, Simsala, Geowurf. Yugon besiegt. Und damit warten wir jetzt auf das letzte Pokémon. Und es kommt Georock. Puh, da kann es natürlich gut passieren, dass wir jetzt hier ausgeschalten werden. Deswegen muss ich direkt angreifen. Auf ein bisschen Glück hoffen. Ansonsten wird Simsala gleich besiegt. Reicht aus. Reicht aus, um Georock zu plätten. Sehr, sehr gut.
Ja, Simsala ist halt nicht Mewtwo. Hier sind wir schon auch noch ein wenig auf unsere anderen Pokémon angewiesen. Nichtsdestotrotz gewinnen wir auch Kampf Nummer 6 mit extra Continue. Und gehen jetzt weiter zum Halbfinale gegen den Dompteur. Zwei Feuer, zwei Wasser, ein nur Gift und Dragonia. Galoppa, okay. Okay. Wird Galoppa mit Vulnona oder Arbok gespielt, kommt auf jeden Fall Dragonier noch mit. So viel schon mal dazu. Mit wem starten wir hier? Ja, müssen wir so machen. Anders geht es nicht. Wir machen wieder den Auftakt mit unserem Simsala. Und beim Gegner kommt Tentoxa. Wir greifen direkt an. Ich glaube, der Delegator macht hier keinen Sinn. Außer jetzt kommt hier gleich ein Superschall. Toxin, okay. Damit kann ich noch leben. Weil wir werden in der nächsten Runde definitiv keinen Schaden bekommen. Weil wir Tentoxa plätten werden. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Tja, den hätten wir eher gebraucht, Simsala. Vielleicht hätte ich doch erstmal den Delegator nehmen sollen. Ja, na gut, was soll's. Hinterher ist man immer schlauer. So, nochmal Psychokinesen, dann schauen wir mal, was Vulnona hier macht. Wir müssen jetzt etwas offensiver das Ganze gestalten aufgrund der Vergiftung, der starken Vergiftung. Boah, ziemlich genau die Hälfte. Feuerwirbel. Okay, die Taktik willst du also fahren. Puh. Lapras wird nicht schneller sein. Zapdos wird auch nicht schneller sein. Deswegen muss ich das Pokémon wechseln. Vulnona wird die Runde aussetzen. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Dass der Feuerwirbel vielleicht daneben geht. Yes! Wir haben Glück. Und Lapras Surfer sollte hier die Entscheidung gegen Vulnona bringen. Gut möglich, dass natürlich jetzt auch erstmal Toxin kommt vom Gegner, vom nächsten Gegner. Wundert mich, dass Vulnona jetzt nicht noch auf Toxin gegangen ist. Wahrscheinlich, weil es wusste, wenn ich hier einmal angreife, hat es ein Problem. So, ist Lapras schneller als Dragonier? Dann kann Dragonier sich direkt wieder verabschieden. Nein, wir bekommen erstmal eine Donnerwelle ab. Aber ich glaube, ein Angriff von Lapras sollte genügen. Aber Lapras ist natürlich paralysiert. Natürlich. Boah, nicht, Alter. Was ist das? Es hat kaum Energie verloren. Boah, ich hasse diese Taktiken. Wow. Es kann sich nicht rühren. Wäre Lapras nicht paralysiert gewesen, wäre der Kampf schon längst vorbei. Tja. Aber so sieht's nun mal aus. Wir müssen das Pokémon wechseln. Bringen Simsala nochmal rein. Aber es ist nicht mehr stark vergiftet. Mal schauen, was jetzt hier passiert. Die Donnerwelle kann es definitiv nicht einsetzen. Und Wickel wäre doch relativ sinnfrei. Schauen wir mal, was Dragonier für eine Idee hat. Setzt trotzdem Wickel ein. Na, dann wechseln wir halt nochmal. Ein wahres Spannungsfeuer.
Wir haben ja auch noch Zapdos draußen. Ich denke, mit dem Bohrschnabel bekommen wir das auch auf die Reihe. Dragonair wird versuchen, uns zu paralysieren. Da bin ich mir sicher, deswegen gehe ich auf Nummer sicher. Mit dem Delegator. Ja, kannst du aber mal sowas von vergessen. Und vor allem muss Dragonair jetzt angreifen. Bin ich gespannt, was es hier für eine Attacke hat. Sollte es das überstehen, aber ich glaube nicht dran. Das müsste reichen. Ah, vor allem mit dem Volltreffer. Ist ja Feierabend auch für Dragonair. Und damit steht jetzt nur noch das Finale bevor. Nächstes Extra Continuo. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt im Finale wartet der Psycho auf uns. Mit doch noch relativ schwachen Psycho-Pokémon. So, wie gehen wir das Ganze hier an am besten? Sagen mit dir, dir. Und dir. Das Finale im Pokémon Cup. Kategorie Pokéball steht an. Wir starten mit Zapdos in den Kampf. Und beim Gegner kommt Abra. Frage ist, was hat Abra vor? Auf jeden Fall ist es schneller. Greift mit der Psychokinese an. Das heißt, wir werden gleich mal sehen. Oh, der Delegator macht wahrscheinlich wenig Sinn. Der Delegator wird keinen Sinn machen. Zapdos wird es wohl nicht lange überstehen. Aber wir kümmern uns erstmal darum, dass Abra hier an Geschwindigkeit verliert. So, und dann geht's weiter hier mit dem Bohrschnabel. Dass Abra so schnell ist, hätte ich nicht gedacht. Jetzt aber einen schönen Bohrschnabel. Der wird ordentlich Schaden machen. Reicht aber noch nicht ganz. Und Abra ist nicht paralysiert. Zum Glück kein Volltreffer, deswegen gewinnen wir zumindest dieses Duell Zapdos gegen Abra. Die Frage ist, ob wir danach noch was mit Zapdos ausrichten können. Tja, Chanera wäre besser geeignet gewesen. Porygon! Porygon also. So, was machen wir? Wir paralysieren Porygon. Für die Nachfolgenden, die hier noch kommen. Und bekommen den Eisstrahl ab. Okay, das macht mir zumindest schon mal leichter die Wahl, welches Pokémon ich jetzt setze. Nämlich Chanera. Glurak bleibt erstmal noch auf der Bank. So, Chanera. Wie sieht's aus? Wie viel Schaden machst du mit der Donnerblitzattacke? Wir brauchen beim Geowurf nämlich 4. Oh, genau 50. Gut, bei der Donnerblitzattacke haben wir allerdings eine Chance auf den, Volltreffer. Aber das war lächerlich, Porygon. Das kannst du dir sparen. Nochmal Donnerblitz. Komm schon näher. Ein bisschen mehr als 50 wäre klasse. Boah, wieder genau 50. Porygon ist auch einfach nicht paralysiert.
Aber die Spezi-Wertsenkung bekommt's noch nicht. Ein Kämpfer ist noch fit. Der andere scheint. Komm, Chanera, jetzt den Volltreffer. Was geht ab? Yes! Sehr gut. So, was kommt jetzt hier als letztes? Kommt nochmal ein Psycho-Pokémon. Traumato. Das kann natürlich jetzt auch sehr gut passieren, dass wir hier eingeschläfert werden. Ist Chanera schneller als Traumato? Jawohl. Wir bringen erstmal die Donnerwelle durch. Das ist wichtig. Psychokinese, die nächste. Jetzt die Spezi-Senkung. Okay, damit kann ich noch umgehen. Wir greifen jetzt mit dem Geowurf an, da unser Spezialwert ja gesenkt wurde. Brauchen wir halt die vier Schläge, was soll's. Ein guter Treffer. Traumato ist paralysiert. Es ist vollständig paralysiert. Sehr gut. Der brandheiße Kampf. Zur Not macht Glurak dann alles klar zum Schluss. Was geht ab? So, noch 54 KP. Traumato ist wieder paralysiert. Ein sehr rasanter Kampf. Zweimal Geowurf brauchen wir noch. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer! Und Traumato kommt nochmal mit der Psychokinese. Nächste Spezi-Senkung. Ich würde jetzt im Normalfall wechseln, aber da wir bloß einen Hieb brauchen, wäre das absoluter Schwachsinn. Deswegen letzter Geowurf. Und damit holt Chanera uns den Sieg in der Pokéball-Kategorie. War dann doch gar nicht mal so easy am Ende. Also, ich bin der Meinung, das war schon auch schwerer als die Superball-Klasse in der ersten Runde. Das könnte noch interessant werden hier. Okay, nichtsdestotrotz holen wir alle 8 Orden und den Pokal für den Sieg in der Pokéball-Klasse. Pokémon Cup Runde 2 geschafft. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zur Superballklasse im Pokémon Cup Runde 2 hier bei Pokémon Stadium. Macht's gut!